Ja, wir müssen wieder die Kathedrale. So, Ebene 1, Kathedrale, Abfahrt. Und nochmal. Wir sind hier noch nicht viel weitergekommen. Wir sind ja auch so sehr in diesem Schatzlevel gelandet. Genau. Und dann hat es uns so ein bisschen hingerissen, weil wir so viele Gegenstände gekriegt haben, irgendwas Neues zu Ja, machen. das war auch abenteuerlich, was wir da alles gekriegt haben. So, da unten geht's nicht weiter, alles klar. Was ist das denn für ein Kreis? Ach, das ist bestimmt der Kreis, wo man mehr Schaden macht. Und das, obwohl du den getötet hast. Alter, die Goldexplosion. Wie viel die Gold die jetzt verlieren, das ist krass. Ja, weißt du, was durchs Gold passiert? Wir kriegen mehr Erfahrung. Ja. Voll die Kombo. Diese quadratische Räume. Vielleicht. Nee. Nicht so quadratisch. Was ist dieser? Das ist der Schadenskreis? Hier mache ich mehr Schaden in dem Bereich, Ich oder denke was? mal. Okay. Was ist das, was so ein Flurraum möglicherweise ist, ne? Eher als sowas hier. So in etwa kommt schon hin, nur dass der halt noch einen weiteren Eingang oder Ausgang hat. Okay. Welcher Gegenstand hat jetzt noch gleich den Kreis gemacht? War das mein Ring? Ich habe keine Ahnung. Goldexplosion macht er mit 25%. Wenn ein Gegner tötet, besteht eine Chance, dass im Bereich fokussierter Macht entsteht. Ah, okay. Das ist der Ring, ja. Aber das kommt durch. Und der Bereich ist dann irgendwo zufällig. Ja, das kommt aber durch den Stein, den du darauf gepackt hast, ne? Ja. Ja, richtig gut. Ich brauche auch so einen Ring. Also, auch einen Ring mit einem Sockel, damit ich den auch auflegen kann, weißt du? Aber ich habe den Scheiß ja auch. Der Kreis explodiert bei mir denn ja da, wo ich bin, sowieso die ganze Zeit. Das Nee, kommt. der wird irgendwo random in die Nähe gesetzt. Ja, ich bin ja die ganze Zeit in der Nähe. Du machst Fernkampfattacken, deswegen ist er bei dir so weit weg. Bei mir ist er ja direkt vor meiner Fresse. Ja, aber der Kreis ist ja niemals bislang in der Nähe von dem Gegner, der gestorben ist, Doch immer. gespawnt. Nein. Der ist Ne? immer weiter weggespawnt. Mach mal ein. Guck, Bei der ist dir jetzt. jetzt, okay. Aber das war jetzt auch ein bisschen eng hier. Bei Hier dir. Bei dir kommt der Kreis. Ja, weil das hier jetzt so eng ist. Okay. Da stand ich Jetzt. eben noch. Okay. Ja, jetzt doch ein bisschen random. Okay. Ja, trotzdem wäre es ganz cool, dann haben wir zwei so eine Kreise. Kann man sich dann ein bisschen Guck, der ist besser. jetzt hier oben gespawnt. Ja, verstehe. Da guck, und der jetzt weder bei den Gegnern noch bei uns. Der ist neben den Gegnern gespawnt. Ist ein quadratischer Raum. Der ist zu groß. Okay. Hier geht es gleich nur zur Ebene 2, da müssen wir noch weiter gucken. Ja. Nur noch nicht alles aufgedeckt. Ach so, stimmt. Ich habe jetzt Schwert-Skelett-Viecher, die mich begleiten. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, wenn du 5 hast, explodieren die Wolle. Ja, stimmt, durch das Schwert. Ja. Also das ist so viele verrückte Sachen, ne, die wir haben jetzt. Ich glaube, ich muss meinen Ring mit dem Schatzgoblin doch wieder ausrüsten, damit ich Noch mehr Begleiter mehr Entourage hast, ja? habe. Was haben wir denn noch? Auf diese Ecke hier. Okay. Dass wir hier gleich mal so ein quadratischer Raum kommen, wie auf dem Bild. Hoffentlich. Wir müssen, damit wir auch mal wissen, wie die aussehen. Diese Eckräume hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Hatten wir die schon? Die hatten wir. Okay, die hatten wir. Ich meine, der Raum wird ja nichts zufällig spawnen. Den Raum wird es ja immer geben. Nee, der ist mal da und mal nicht. Wie der Raum? Ja. Echt jetzt? Ja. Wie geht das denn? Naja, der Dungeon wird ja zufällig erstellt. Oh, super. Ja. Das ist ja jetzt nicht da. Das wissen wir noch nicht. Wir haben ja noch nicht alles erkundet hier. Doch.
Nee. Das haben wir ja noch nicht. Da oben. Hast du den Ja, Gegner da eben nicht habe gesehen? ich gesehen. Ich dachte, das ist nur irgendwie im Hintergrund. Okay. Ist auch noch irgendwas. Da unten. Das ist Deko. Siehst du auf der Minimap. Na, sie selbst im. Selbst im Kronleuchter erschlagen. Ja. Muss auch mal sein. Sieht so aus, als wäre der diesmal nicht dabei, der Raum. Eure Verteidigung ist nutzlos. 48 Millionen. Wie, das war's jetzt, oder was? Oh, das war die ganze Ebene hier, ne? Ja. Ja, das ist sicher nicht so ein Raum hier gewesen, ne? Das sind ja Ganz zwei sicher. Eingänge, okay. Noch irgendwas vergessen? Map-mäßig? Nö. Nee. Dann können wir nochmal starten. Ja. Okay. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, selbes Spiel wie letztes Mal. Wieder aufs Gehen, alles durchspielen. Bis wir den Raum gefunden haben. Machen wir. Bis später. Okay, wir haben den Raum gefunden. Es ist hier so ein Eckraum mit zwei Eingängen. Genau, einer hier. Und in Wir der sind. Mitte steht ein, da so ein Tisch mit Pilzen, siehst du. Genau, hier sind die Pilze, die haben wir einmal angeklickt und da sind die schwarzen Pilze rausgekommen. Ja, wir droppen jetzt. Komm. Zweimal sogar. Also, ja, wir brauchen nur einmal Pilze, aber zweimal sind sie rausgefallen. Ja. So, wir gehen also jetzt in die Stadt. Können wir Pilze fressen, bis wir schwarz werden? Ja, wir waren ja nur hier, um. Die schwarzen Pilze zu holen. Genau. Nebenbei hat. Jetzt brauchen wir bestimmt immer noch das Wasser. Nebenbei hat Sky noch einen grünen Gegenstand gekriegt, der ganz cool ist. Also nicht diesen komischen Stab da, Den habe ich zwar auch gekriegt, der der ist ist nicht so nett, wenn man den toll. Archon nutzt und Zauberstäbe nutzt, aber. Aber die Feder des Feuervogels ist dumm, gut. Ja, Im Set. die ist der Wahnsinn. Hat sogar acht Teile, acht mögliche. Und schon der Zweier-Set-Bonus. Sechs, glaube ich. Sechster Set ist das, glaube ich. Ach Also der so. Set-Bonus geht mit sechs, der große. Ja. Desintegrationsendgegner in Brand, wodurch sie 3000% Waffenschaden pro Sekunde erleiden. Ist ja heftig. Und wenn man stirbt, fällt ein Meteor vom Himmel, der einen wiederbelebt, wenn man die Klasse spielt. Und dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden, ist der Wahnsinn einfach. Ja. Vierer-Set-Bonus ist auch krass. Das Wirken von Desintegration erzeugt einen Stapel von Verbrennen. Jeder Stapel reduziert die Abklingzeit von Teleportation. Gut, das nutze ich nicht, aber wenn man es nutzt, ist auch gut. Und reduziert euren erlittenen Schaden um 80%, solange Stapel von Verbrennen aktiv sind. Das heißt, in jedem Sta Fall frisst man 80% weniger Schaden, solange man Desintegration nutzt. Und der 6er-Set-Bonus, ihr verursacht 5000% mehr Schaden, solange ein Ziel in Brand gesetzt ist. Wenn ihr einen in Brand gesetzten Gegner mit einem. Moment, ist das? Von Verbrennen. Das ist schon das, ne? Das erste schon. Ja. Stimmt. Ja, okay. Also, du setzt sie damit sofort in Brand und dann verursachst du 5000 mehr Schaden, wenn sie brennt. Ist der Wahnsinn. Okay. Wenn ihr einen in Brand gesetzten Gegner mit einem nicht kanalisierten Feuerzauber trefft, erleidet er Brandschaden, der mit dem Stapeln von Verbrennen multipliziert wird. Gefährten und die Diener können diesen Effekt nicht auslösen. Schade, das wäre natürlich der Wahnsinn mit der Hydra, ne? Ja, aber du kannst die Integration einfach spammen und Ja. fertig. Also der ist richtig gut, wenn man zwei davon hat, ist schon sehr gut. Ja. Also dann wird sich das auf jeden Fall schon lohnen, den anzuziehen. Ja. Ja, gut, das nur kurz dazu. Wir können ja mal Sachen in die Kisten packen oder so. Weiß Ja, nicht. den Helm, das wäre gut. Dann geht er nicht verloren. Genau, den brauchst du ja noch nicht jetzt gleich. Genau, und Schrottung. Das Übliche. Schrott um Schrott um Schrott und noch mehr Schrott ergibt neuen Schrott. Genau. Nein, falscher Knopf. Nicht alle verwerten. Nicht gut.
So, jetzt fehlt bestimmt immer noch das Wasser. Nein. Nee. Man kann ihn herstellen. Boom. Und wie gut Okay. ist er? Dann mussten wir das Wasser nicht farmen. 3 bis 4 Schaden. Ja. Ein Angriff pro Sekunde. Nur ein Rind in ganz Sanctuario könnte für so etwas Verwendung haben. Tja, okay, wir brauchten das Wasser hier nicht. Stört mich jetzt nicht. Nö, zum Glück nicht. Und das Schienbein brauchten wir auch nicht. Ich muss auch noch mal kurz inventarisieren. Oh, Call. Was ist das denn? Kirikaion. Nicht wegschmeißen, falls es der Stab ist, den wir brauchen. Nein. Macht ihr denn da? Alleine? Der Kater randaliert. Achso. Ich wollte ja eigentlich den Großvater ja auch mal anlegen, ne? Jo. Sollte ich mal machen. Und die kann ich auch mal anlegen. Was habe ich da? Oh, einen schwarzen Pilz. Wer hätte das gedacht? Kannst Pilze fressen. Oder du hast dir jetzt einen Pilz eingefangen, das kann natürlich auch sein. Ich glaube nicht. Brauchst du Antipilzsalbe? Weiß ich nicht, hast du bestimmt, ne? Wir haben noch welche da gegen Ah, Fußpilz. das hilft bestimmt auch gegen schwarzen Pilz. Okay, Bestimmt. was wollten wir jetzt tun? Den Hirtenstab verschrotten. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, wir haben jetzt die Wahl. Nutzen wir erstmal das Portal? Ich hab keine Ahnung. Oder nutzen wir direkt das Schienbein kann die Kiste von mir aus. Das brauchst du vielleicht später nochmal oder so. Gehe zwar nicht davon aus, aber Muss auf jeden Fall weg jetzt damit. Leorex schienen rein. Genau. Infernale Maschine des Schreckens, das ist das Portal. Genau das oder direkt ins Pony-Level, nachdem das so viel Eigentlich will ich mir Aufwand. das bis zum Schluss aufheben. Ja? Ja, lass uns erstmal das normale Portal machen, das geht wahrscheinlich auch relativ fix. Okay. Hoffe ich, denke ich. Und jetzt gleich Akt 6. Ich bin auf jeden Ich bin auf Nur jeden ein Qual. Sind wir Okay. ein Qual? Ich glaube schon. Öffnet Nein, ein steht in Portal. roten Klammern nur ein Qual. Ich weiß nicht, ob wir wirklich jetzt gerade in Qual sind. Öffnet ein Portal in das Reich des Schreckens. Verwendet die infernale Maschine im verfluchten Domizil, das in Neu-Tristan versteckt ist. Verfluchtes Domizil in Neu-Tristram. Da sind wir gerade zufällig. So, und wir sind Qual 5. Okay, cool. Ja, ich wollte es nur wissen. Gut, wir haben ja ein bisschen hin und her gechinscht. Verfluchtes Ja, jetzt ist Domizil. es versteckt, haben die gesagt. Aber ich glaube, ich weiß, wo das ist. Hier rein. Geh mal in die Schenke. Und geh mal hinten durch. Ist das für Dummies, das Domizil? Leeres Zimmer. Nee, es ist nur leeres Zimmer, okay. Es ist ein leeres Zimmer, genau. Leeres Zimmer, okay, dann war es nicht im Gasthaus. Sondern dahinter, irgendwie hinterm Gasthaus. Dachte ich. Dim, 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 dim. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Irgendwo. Mein Gedanke wäre vielleicht. Was war das? Verfluchtes? Ne, verstecktes Domizil. Ja. Da, wo vorher die Verzauberin war? Da war vorher die Frau vom Schmied eingesperrt war. Das ist aber ein Keller, der verdammten. Ja, heißt ja nicht, dass hier nicht auch ein verfluchtes Domizil sein kann. Tja, oder man liest das nach. Vielleicht spawnt das auch wieder nur zufällig. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber egal, ich. Ich glaube, Tristran bleibt gleich. Ja, vielleicht. Was ist hier so? Da Ausgang. geht's raus, genau. Okay, hier unten war der. Aber wir sollten trotzdem jetzt vielleicht mal versteckte Ecken Ja, abklappern. ich gucke hier schon her. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier kann man nicht rein. Und hier geht's zur Fähre. Okay. Ja, hier stand vorher die Verzauberin, glaube ich, oder so, Ja, ne? genau. Das hier könnte auch ein verfluchtes Domizil sein. Kannst du die Maschine einfach benutzen?
Aschhuhn der Bergmann. Ja, der stand vorher woanders, da wo die Verzauberin jetzt steht. Das ist der erste Händler. Ach so, der allererste. Ja. Was ist denn? Nee, verlieren, bla bla. Hier ist zu viel auf dem Haufen, da kann man nichts mehr erkennen. Kadala, die ist aber auch neu, oder? Ja, ist Kadala. Nicht so schüchtern. Für Blutsplitter. Ah! Schließt große Nephilim-Portale solo ab, um die Anzahl Blutsplitter zu erhöhen, die ihr tragen könnt. Okay, mysteriöse Einhandwaffe und mysteriöse Zweihandwaffe. Okay. Und man weiß nie im Vorfeld, was man bekommen wird. Nö, das ist halt Zufall. Doch cool. Was kosten die denn überhaupt, die Sachen? 25, wir haben 500. Das ist ja okay, nett. Easy. Da kann man ja reichlich... mysteriöse Sachen machen. Reichlich testen. Waffen kosten 75, aber ich bin recht zufrieden. Ja. Also es kann nur schwer besser werden. Mhm, mach mal. Ich will auch auf jeden Fall gleich einmal Blutsteine eintauschen. Alles. 500 ist viel. Ja. Das ist einmal alles. Ich könnte es mal mit dem Hals versuchen. Ich habe immer noch den 35. Ich ja, meine, der ist zwar geil, aber... Das ist cool. Fertig. Ja, und du? Ja, also in gewisser Weise ist das eigentlich gar nicht mal so gut. Nein, ist es nicht. Macht's kosten vielleicht. 100. Oh, nee. Das versuche ich nicht noch mal beim Hals. Ach, das kostet 100 auf dem Hals? Ja, da kriege ich einen Hals, wenn ich das sehe, dass ich das dafür gemacht habe. Ja, das stimmt. So, mal schauen. Schaden für Arkanfertigkeiten. Das ist ganz gut. Ist alles ganz Ringe gut. Bin ich ziemlich zufrieden mit, ehrlich gesagt. Füße. Schaden für Desintegration. Und jetzt bleibt doch mal da. Den kann man bestimmt sehr gut. Was kostet 25? Kommt bald wieder. Ja. Könnte besser sein. Mhm. Nochmal. Ist eigentlich gar nicht mal so gut. Bis bald. Mehr davon. Ja, eigentlich lohnt das gar nicht. Oh. Blackthorn Schlachtrüstung. Ist das auch? Nein, das ist wieder ein neues Set. Schaden für magisches Geschoss. Okay, ist für mich. Ist aber ein anderes Set. Ja, aber ist für mich. Darum geht es mir in erster Linie. Ist das überhaupt eins für mich? Okay. Schaden von Feuerfertigkeiten. Ja, okay. Magisches Geschoss kann man abändern. Ist ein Hauptattribut. Ist gut. Mal gucken. Set 2 Vitalität plus 10% Schaden gegen Elite-Gegner. Ist nicht verkehrt. Set 3 Schaden. Minus 10% Schaden durch Angriffe von Elite-Gegnern. Mehr Gold von Monstern. Gewährt Immunität gegen die Bodeneffekte der Monstertypen Schänder. Geschmolzen und verseucht. Hm. Ja. Ist jetzt nicht so die Pelle vom Eider-Set, aber das Teil an sich ist schon mal besser als meine Hose. Hat auf jeden Fall auch zwei Sockel. Ja. Und selbst ohne ist es einfach besser. Du kannst halt die Fähigkeit Feuerschaden nochmal versuchen gegen was. Nee, magisches Geschoss. Okay, ja. Wie auch immer. Also. Ja, ja. Aber von Feuerfertigkeiten stärkt zumindest noch ein bisschen den Schaden der Hydra. Aber magisches Geschoss nutze ich gar nicht. Mhm. Das ist gut, das Ding. Okay, dann kann sich das ja doch lohnen. Mhm. Bin begeistert. Ja, wenn man so viele legendäre Sachen dabei hat, dann lohnt sich das nicht so viel. Ne? Ja. Kosten 25. Das gefällt mir. Was? Direkt ein legendärer? Mehr Int, mehr Vitalität, mehr Leben pro Sekunde. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Kernzauber um 50% und erstattet nach ihrem Einsatz 10er Kernkraft Schade. Plus 12% Schaden für Stromschlag. Das kann man nochmal abändern. Du benutzt ja keine Kernzauber. Genau, deswegen ist der legendäre Effekt leider für mich für die Tonne. Aber der andere hat ja auch keinen legendären Effekt. Genau, also ist im Grunde jetzt schon besser als der, den ich habe. Warum? Mehr Int, mehr Vitalität, mehr Leben pro Sekunde und den Schaden für Stromschlag kann ich nochmal gut abändern. Ja, der hat aber auch noch Widerstand, Rüstung. Ja, und nochmal Leben pro getöteten Gegner. Auch noch drauf, den du jetzt hast. Also, tief für tief ist der auf jeden Fall noch besser, der alte. Ja, aber wenn ich den Schaden für Stromschlag abgeändert habe, nicht mehr. Kommt doch mal, was du da rauskriegst. Im schlechtesten Fall Rüstung, im besten Fall viel Crit. Hm. Ja, aber auf dem Gürtel habe ich noch keinen Crit gesehen. Glaube ich. Naja, hast du noch einen gebaut? Oh, das war aus Versehen. Upsi.
Wirft mit jedem Angriff einen Dolch auf einen Gegner hin. Nee, und fügt ihm 611% Waffenschaden als physischen Schaden zu. So. Ja, nimm den. Er ist gekauft. Plus 15% Leben. Ja, dir geht das ganze Leben pro Sekunde verloren, aber was soll's. Ja. Gibt Schlimmeres. Geil. Okay. Du hast wie viel Müll fabriziert? 3 Müllsachen, um jetzt gute Sachen herzustellen? Nee, das waren ein paar mehr, aber ja, jetzt sind es gute Sachen. Okay, cool. Nur, dass ich das weiß. Aber von den von der vom Hals würde ich vielleicht absehen. Ja, ist klar. Erstmal. Ja, vielleicht die Brust als nächstes. Das Geräusch war gut. Oh, Typhons Thorax. Alles grün und legendär, was du jetzt kriegst. Das ist cool. Ist das gut für mich? Hydras, okay, ja, ist für mich, okay. Ja, das sind gute Werte. 3 Sockel ist auch gut. Schauen wir uns mal die Setboni an. Verdoppelt die Dauer von Hydras, ist gut. Und erhöht die Anzahl der Köpfe von mehrköpfigen Hydras um 2. Okay. Ja. Ist doch gut. Ich habe eine einköpfige Hydra. Und dann sollte eine andere. Erlittener Schaden wird für jeden lebenden Hydra-Kopf um 8% reduziert. Jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, stirbt ein Hydra-Kopf. Es kann nur einmal alle 2 Sekunden ein Kopf sterben. Okay, spannend. Hydras verursachen pro lebenden Kopf 2000% mehr Schaden. Ist ja auch ein nettes Set. Mhm, das ist ein Hydra-Set. Ja. Okay. Witzig, dass du nur grün... Ja, mach noch mal weiter. Andere Dinge. Du willst wahrscheinlich nicht noch eine Brust machen. Ich glaube auch. Kopf hast du schon den da zum Beispiel. Ja, was kann der denn? Nichts. Der ist schwer zu ersetzen, deswegen erstmal den. Ne, das war kein Pling, das wird Müll. Ja. Ah, okay. Kein Pling, das wird Müll. Aha. Da war 8% Crit, okay. Vielleicht doch nochmal schauen. Müll? Müll. Ah, verstehe. Oh. Ah, ein Pling. War einfach nur Zufall, dass du jetzt eben 3-4 Stück hintereinander gekriegt hast. Genau. Wow. Sankt Archivis Mars. Das ist das Maß aller Dinge, glaube ich. Der erste Treffer, den ihr durch eine Gruppe Elite-Gegner erleidet, verleiht euch 10 Sekunden lang ein Schild, der Schaden in Höhe von 140% eures maximalen Lebens absorbiert. Alter. Gerade Elite-Gegner sind für dich ja problematisch. Ja. Dornschaden ist egal. Angriffsgeschwindigkeit ist cool. Rüstung ist gut, Widerstand gegen alles, 128 ist, glaube ich, viel. Ja, und Intelligenz, ne? Ja, da versuche ich nochmal die Rüstung abzuändern, vielleicht kriege ich ja wieder ein bisschen Crit raus. Ja, ich glaube, die brauchst du gar nicht, aber ja. Cool. Sehr nett. Das kannst du schlecht ersetzen, dein Arm, weil? Die hier, weil da, ne Moment, die Hände waren das, weil da 9,5% Crit drauf ist. Ja, da hast du doch gerade was hergestellt. Ja, ja, deswegen wollte ich das zuerst machen. Achso. Weil der schwer zu ersetzen ist. Wieso ist der schwer zu ersetzen? Ja, wegen den 9,5% Crit. Achso, ich dachte, du zeigst die ganze Zeit auf den anderen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, ich habe darüber gesprochen, bin damit fertig und möchte weitergehen. Ah, okay, sorry. So, also ich wollte den ersetzen, weil der schwer zu ersetzen ist und ich da mehr Versuche für brauche. Ah, okay, du hast noch 3 Versuche. Übrigens. Richtig. Gut. Der wird ein bisschen leichter zu ersetzen. Der, ja. Ja. Das war Müll. Naja. Müll. Schade. Ja, aber du hast gelbe Sachen gekriegt. Ja. Und grüne und legendäre. Genau. Alter, krass, ey. Blutedelsteine for the win. So, das Ding war cool. Ja. Ja, krass. Das war gut. Das war auch jetzt schon besser als das, ne? Ja. Ja. Definitiv. Das hat ziemlich gleich viel Intelligenz, obwohl nicht mal ein Stein drin ist. Mhm. Wahnsinn. Gürtel des... Ordnungshüters? Onaniras habe ich erst gelesen. Ja, die haben meistens nicht so viel... Nein, egal. Die Handschuhe wolltest du bestimmt auch anziehen, die neuen. Da bin ich mir sicher. Ja. Die würdest du bestimmt auch anziehen, die neue Rüstung. Ziemlich. Obwohl, ja, ist jetzt egal, ob du das Set hast oder nicht, ist so oder so besser. Ja. Ja, und die alte verschrotten. Oder die Steine drin. Ja. Ja, und ein bisschen Müll getarnt.
Ja, da scheint nichts von besser zu sein. Hey, was? Böse. Das Crit drauf, aber nö. So, habe ich jetzt alles? Das sieht so aus. Okay. Du willst bestimmt erstmal tauschen, ne? Das mit dem Verzaubern mache ich gleich danach, wenn du durch bist. Tauschen? Ja, bei ihr. Ach so. Schauen ja. Wir doch einmal, was passiert. Ja, so. 9% Crit ist schwierig. Ja, dann lohnt es vielleicht damit anzufangen. Falls du. Guck mal, was ich noch hab. Dann für Zyklonschlag, ja. Also der wäre einfach zu ersetzen. Aber angenommen, du kriegst irgendwas Episches oder so, wäre auch die Hand gut ersetzt. Und wahrscheinlich wirst du nur bei Epics oder besser austauschen, nehme ich an. Der Kopf ist jetzt schon episch gut. Ja. Hals lassen wir lieber. Ja, kannst du versuchen, aber mein Hals hatte halt einfach so einen geilen Effekt. Oh, der ist auch gut. Ja, den habe ich schon hin und her getauscht. Ich habe da Geschicklichkeit drauf getauscht, ne? Ja. Die sind jetzt auch legendär. Ja, der legendäre Effekt ist jetzt gar nicht so gut. Ja, macht halt einfach ein bisschen mehr Erfolg. Aber mit der Goldexplosion ist ja schon ziemlich gut kombiniert, also ja. Finde ich. Haut rein. Ring okay. Kostet 50. Hast du drauf geachtet? Steht da. Ach so, ja. Ring könnte ich versuchen, aber ich habe da auch 6% Crit drauf. Ist halt auch so. Und der andere? Ist, okay, alles klar. Ist Legi und der ja. Legendäre Effekt ist nicht so gut. Nee, und der Rest darauf eigentlich auch nicht mal so extrem pralle. Gut, die Angriffsgeschwindigkeit ist noch 7% gut. 7% Angriffsgeschwindigkeit, Leben pro Sekunde. Wieso habe ich den denn die ganze Zeit an? Okay, weil er immer noch besser war als der alte Ring. Wahrscheinlich. Ring könnte ich halt versuchen. Da kann was Besseres auf jeden Fall bei rauskommen, auch wenn es nicht legendär ist als der hier. Ja. Und Schuhe sind nicht zu ersetzen. Die will ich auf jeden Fall behalten. Ja. Einen Stein. Das ist schon grün. Jo. Der wird einfach zu ersetzen. Verhältnismäßig. Jo. Und ich glaube, die Schultern waren noch einfach bei dir, ne? Die Schultern? Ja. Ja. Genau. Fange ich mit Händen an. Die sind schwer zu ersetzen. Ja. Oh, gleich. Gutes Geräusch. Kann ich jetzt zurück? Ding, ding, ding. Geschicklichkeit. Zebrot, alter Schwede. Alles klar, direkt gekauft. Äußere des Donners. Jetzt donnert's aber. Aber richtig in der Hose. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. 42% kritischer Trefferschaden und 10% kritische Trefferchance. Super. Ja. Kältewiderstand, scheiß drauf. Sammelradius, scheiß drauf. Kann ich noch ändern. Ja. So, jetzt wollen wir wissen, was das noch macht. Ja, aber sowas von. Ich weiß gar nicht, zu welchem Set das gehört. Ah, das steht da ja. Der 1000 Stürme. Ach. Des Donners. Oder der 1000 Stürme. Wie das 1000? Oder des Donners, keine Ahnung. Wie auch immer das Set heißt. Ja, genau, das war das Problem. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Geisteskrafterzeuger um 25% und den Schaden um 400%. Also die Standardangriffe, ja. Die ich sowieso die ganze Zeit benutze. Das ist der Wahnsinn, weil du eine langsame Waffe hast. Ja. Weißt du, wie schnell der mit zwei Waffen denn zuschlägt? Kannst gleich mal gucken. Ja. Das kann er wahrscheinlich gar nicht mehr richtig skalieren dann. Rasender Angriff verbraucht 75% Geisteskraft. Erstattet in diesem Falle aber eine Aufladung. Nutzt du den? Rasender Angriff? Nee, nutze ich nicht. Kannst du mal nach dem letzten Set Charge, glaube ich. Achso, das kann sein, ja. Eure Geisteskrafterzeuger erhöhen 6 Sekunden lang den Waffenschaden von Rasender Angriff auf 60.000%. Und Rasender Angriff erhöht 6 Sekunden lang den Schaden eurer Geisteskrafterzeuger um 6.000%. Das ist okay, das geht auf jeden Fall auf diese, was auch immer rasender Angriff das ist. So, ja. Zu dem Set gehört ein Kopf, Füße, Beine, Hände, Schultern, Brust, alles halt. Okay. Okay, die Hände waren schon mal gut. Ja. Das war schon mal einfach. Der ist einfach zu ersetzen. Ja. Theoretisch jedenfalls. Ja. Vielleicht geändert. Machst du mit dem Ring weiter, weil der 50 kostet. Den anderen wolltest du. Ja. Ist ja egal, weil ich nicht auswähle. Ja. Aber dann hast du direkt einen Vergleichswert. Ja. Oh, schön, schön. Gleich episch. Die Windrose ist auch ein grüner. Ja. Schick. Kritische Trefferchance, Schaden.
typische Trefferchance. Auch gut. Ja, die macht nichts. Und die Chance bei Treffern 18% Flächenschaden zu verursachen, kannst du noch durch ein Hauptattribut ersetzen. Und Bewegungsgeschwindigkeit. Oder eins von den beiden. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit würde ich eigentlich behalten. Ja, was soll das? Ist besser als die Chance mit Flächenschaden, denke ich. Warum? Weil du schneller in die Gegner reinkommst. Ja, vielleicht, okay. Weil du den Charge ja auch nicht nutzt. Achso, ja, es ist ein Set-Amulett-Set. Also Set 2, mehr gibt's nicht. Richtig. Reduziert den erlittenen Schaden um bis zu 50%, während ihr euch bewegt. Erhöht euren Schaden um bis zu 100%, solange ihr euch nicht bewegt. Hä? Cool. Okay. Ja, wow. Ich weiß nicht, wie gut ich den finde. Ja, kritische Trefferchance ist cool. Der Rest ist so, ja. Geschick ist auch gut, aber er hat keine Defense-Sachen, ne? Null. Kommt vielleicht, wenn du die Flächenschaden ersetzt oder die Geschwindigkeit. Ja. Okay. Schuhe will ich nicht. Das ist schon grün. Der ist easy. Einigermaßen, ja. Und wie war das mit den Hosen? Die Hosen sind schon grün. Achso, ja, okay. So. Schuhe will ich nicht. Machen wir mal Gürtel. Ding, ding, ding. Helms Verstärkungsgürtel. Der macht sowieso schon bewegt eure erhöht Alter. Euch um 25%, wenn ihr Schaden erleidet, wird dieser für. Nee, Punkt. Was ist Punkt? Du kriegst immer 25 dazu. Auf jeden Außer Fall. Der Schaden, ich krieg Schaden. Dann wird das für 15 Sekunden lang aufgehoben. Okay. Also so habe ich 25% mehr Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, du kommst schneller rein. Und Schaden für lehnende Woge, das ist okay. Die nutze ich. Okay. Ja, das ist mein Angriff. Gibt Widerstand, könnte ich tauschen. Okay. Davon gibt es zwei. Armschienen und den Gürtel. Zwei. Ja, plus 500 Wit. Wow. Okay. Nimmt man mit. Der Set-Bonus ist jetzt nicht so krass. Aber ansonsten ist das Ding ganz witzig. Ja, das ist so schon ziemlich gut. Ja. Okay. Habe ich Hände schon? Ja. Hände hast du als erstes gemacht, ja. Das war einfach, hat man gesagt. Versuche ich auch nochmal. Ding, ding, ding. Todes Bakt. Mantelung. Okay. Wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance von 35%, einen Durchfächer auszulösen, der 750 bis 950 Waffenschaden verursacht. Okay. Geiles Ding. Ansonsten macht er Geschicklichkeit und Wit. Die Ressourcenkosten kann man nochmal ändern. Und Schaden für Zyklonschlag. Nee, Zyklonschlag kann ich behalten. Ja. Ressourcenkosten kann ich wegtauschen. Ja. Cool. Ja, ich glaube, ich habe noch 375 und brauche gar nichts mehr. Ich würde ja sagen, schmeiß rüber. Nein. Das mit Brust. Vielleicht schaust du dir nochmal an, was du als Gegenstück zum Gürtel brauchst. Vielleicht hast du ja ganz viel Glück. Ein Gürtel? Das war doch ein Zweier-Set, ne? Ja, deswegen. Mit den 500 Wit? Ja. Handgelenke. Handgelenke. Zu dem Ring brauche ich ein Amulett. Ja. Das könnte ich halt auch machen. Ja. Handgelenke? Was sind denn Handgelenke? Neben der Schildhandwaffe. Da drüber. Genau. Ja, okay, die ist zwar legendär, aber auch nicht so cool, sag ich jetzt mal. Also der Effekt ist okay, sag ich mal. Ja, fürs Paragon-Level aufsteigen ist das nett. Okay. Krems. Das ja, ist das es. Sind die. Okay, ich hab ein Chat. Alles klar. Dann mache ich auf jeden Fall auch ein Amulett. Vielleicht krieg ich das Chat auch noch vor. Drei Versuche hast du. Mein Amulett ist eh nicht so doll. Naja, doch. Doch ist es gut, ja. Okay. Ja. Macht halt kein Geschick. Schaden von vorher. Doch, es hat Geschick. Oh. 170 mehr als deins. Aber warum hat er denn zwei Striche nach unten? Ah, kritische Trefferchance fällt weg. Ja. Ja. Aber du könntest den Schaden von Feuerfertigkeiten eventuell darin umwandeln. Ja. Willst du noch weiter versuchen, das grüne Teil zu kriegen beim Hals, oder bist du damit zufrieden?
sagte das Set? Wir vergessen. Schadensverringerung. Bis zu 100%, wenn du dich nicht bewegst. Nein. Ich erhöhe meinen Schaden, wenn ich mich nicht ach so, bewege. Ach so. Und Schadensreduzierung, wenn ich mich bewege. Ach so, ah, okay. Also, wenn ich auf dem Weg dahin, kriege ich 50% weniger Schaden. Wenn ich dann mittendrin stehe, dann kriege ich halt, mache ich 100% mehr Schaden. Ja, ist auch cool. Ja, also eigentlich ist es nicht verkehrt, das Ding. Ja, das Heizding ist schon gut, was ich da jetzt gemacht habe. Ja. Ja, weiß nicht. Schultern hatte ich jetzt schon? Vergessen. Ja. Ja. Kannst ja direkt schon mal ausrüsten, was besser ist. Ja, okay, du hast recht. Also, die ja. sind auf jeden Fall so oder so besser. Selbst wenn du noch einen einzelnen Wert tauscht, das macht ja nichts. Nö. Dann weißt du im Vergleich schon mal, was drin ist. So. Das will ich haben. Und dazu gibt es das, damit ich das Set habe. Ja. So, den Ring will ich haben. Den anderen. Für den anderen. Okay. Füße sind gut. Den Hals kannst du auch schon mal tauschen. Den Hals kann ich auch schon mal tauschen. Ups. Ja, okay. Und die Schulter. Ich auch. Okay. Habe ich nur noch den... Was fehlt denn dazu eigentlich? Fäuste des Donners, alles, ne? Das ist ein großes Set, ja. Kopf, Füße, Beine. Beine. Beine sind schon grün. Füße sind schon gut. Ja, das ist ein 6er-Set, also müsst ihr eigentlich alles abdecken, ne? Ja. Hast du die Rüstung schon? Beine, Hände, Schultern, Brust. Also Brust könnte ich noch. Hier da hast du noch eine normale drauf. Okay, aber es sind 3 Sockel, ne? Ja, aber ich habe eh noch genug. Du hast aber auch... Ja, bei mir zählt jeder Gegenstand gut. Außer der erste. Inas grenzenlose Welle. Ne, Weite. Ach Gott, das ist ein anderes Set. Und wie viele Sets das gibt. Mhm. Geschicklichkeit. Ja, 3 Sockel. Ja. Widerstand, okay. Rüstung, mhm. Ja, die Rüstung kann man sonst nochmal tauschen. Ja, würde ich wahrscheinlich versuchen. Okay, das ist für Mantras halt interessant, ne? Wieso Mantras? Lies mal den 2er-Set vor. Erhöht den passiven Effekt eures mystischen Verbündeten sowie den passiven Grundeffekt eures aktiven Mantras um 100%. Ja, aber der mystische Verbündete ist auch drin. Ja, die passiven von dem mystischen. Ja. Also die passive mystische verbündete Geschichte macht bei mir irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Leben mehr. Ja. Und die passive Grundeffekt meines aktiven Mantras macht irgendwas anderes. Da kriegst du, glaube ich, mehr Schaden. Kann sein. Kann sein, ja. Und Set 4 erhaltet die Grundeffekte aller 4 Mantras gleichzeitig. Wow, okay. Und ihr erhaltet 5% Schadensreduktion für jeden mystischen Verbündeten. Eure mystischen Verbündeten erladen keinen Schaden mehr, okay. Tun sie jetzt schon nicht. Ihr erhaltet dauerhaft die... Achso, das ist alles für 4. Ja. Ihr erhaltet dauerhaft die passiven Fähigkeiten aller 5 mystischen Verbündeten. Eure Angriffe erschaffen euren gewählten mystischen Verbündeten, der 15 Sekunden lang bestehen bleibt, bis maximal 10 mystische Verbündete. Jeder mystische Verbündete erhöht den Schaden eurer mystischen Verbündeten um 3000%. Du machst eine Armee aus mystischen Verbündeten. Das heißt, du musst vor dem Kampf dich erstmal irgendwo in der Ecke stellen. Erstmal mystischer Verbündete, mystischer Verbündete, mystischer Verbündete, mystischer Verbündete, mystischer Verbündete. So, jetzt stell dir mal los. 10 Steine davor, die da rumrollen. Nee, verschiedene. Du willst ja verschiedene haben, um alles abzudecken, um alles zu kriegen. Nein. Eure Angriffe erschaffen euren gewählten mystischen Verbündeten bis maximal 10 mystische Verbündete. Ach du dicke Scheiße. Ja, stell dir 10 Steine vor, die da rumkugeln. Also es gibt dann irgendwie einen Prozentsatz oder was? Oder eure Angriffe erschaffen? Ja, verstehe ich noch nicht so ganz, aber... Du haust zu und hast mit einer gewissen Chance... Ja, genau, das meine ich ja. Die Chance steht da halt nicht. Aber gut. Es ist total krank. Ich glaube, ich mache alleine noch 2 Stunden nur Set-Sachen jetzt. Okay.